Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zu meinem Einblick in die Closed Beta von Steel Rising. Gestern kam die Beta, beziehungsweise man konnte das Spiel vorbestellen gestern und die Beta wurde gestern freigeschaltet für Vorbesteller. Und ja, wer Steel Rising nicht kennt, das ist ein Souls-like Game von Nakon, glaube ich, war das. Und ja, ich habe mir das mal gegönnt. Spiel kommt in 2 Wochen raus. Und ich möchte mir jetzt mit euch mal die Closed Beta zu Steel Rising angucken. Also, legen wir los mit Steel Rising. Bin gespannt. Und Spiders, französisches Entwicklerstudio. Die machen sich langsam auch einen Namen. Die haben auch Creed vorgemacht. So, ich warte. Bisschen schneller können wir machen. Grafikmodus. Ja, Bildwiederholung ist okay. So. Haben wir sonst noch irgendwas bei Einstellungen? Spielsteuerung. Ja, das sehen wir dann. Spiel. Textsprache, Untertitel, ja. Deutsch synchronisiert ist es leider nicht, soweit ich weiß. Was eigentlich schade ist, aber naja. Darstellung, okay. Dann legen wir los mit der Beta von Steel Rising. Let's go. Spielhilfemodus aktivieren. Das heißt, das Steel Rising ist im Standardmodus als anspruchsvolles Spiel konzipiert. Doch mit dem Spielhilfemodus können Spieler die Herausforderungen anpassen. Aha. Das finde ich cool, weil das ist für Leute, die mit Souls-like nicht so klarkommen, coole Alternative. Aber wir machen ein neues Spiel starten. So, kommen wir mal zum Intro, falls es ein Intro gibt, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Weiß auch nicht, ob das jetzt genau der Anfang des Spiels ist oder irgendwo mittendrin. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Am 8.9. Or would ist you simply Release. watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least we are safe. Überspringen das jetzt mal, weil wenn das Spiel rauskommt, werde ich mir so nochmal einen Einblick in die Vollversion machen. Und schauen wir es uns da an. Ich will jetzt erstmal Gameplay zeigen, okay? Charakter-Editor. Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, spielt man keinen Menschen in dem Spiel, sondern eine Art Cyborg? Ich denke, es ist eine Art Cyborg oder halt, ja, eine Mischung aus Puppe und Cyborg, nenne ich es mal. Weiter. Oh, hier haben wir Streitschritt. Das ist die Klasse. Leibwache, Soldatin, Tänzerin oder Alchemistin. Leibwache, Streitschrift. Schwere Waffe, Spezialtechnik, Schild. Lehmgranate, Projektil, das einen Gegner vorübergehend außer Gefecht setzen kann. Leibwache verlässt sich auf ihre Robustheit, dank der sie vielen Treffern standhalten kann, während sie selbst Gegner schwere physischen Schaden zufügt. Also sagen die Ritterklasse. Robustheit plus 3 und Konstruktion plus 2. Okay, Soldatin. So, muss ich auswählen. Soldatin ist eine starke Kämpferin, die schweren Waffen führen und kraftvolle physische Angriffe ausführen kann. Kraft erhöht physischen Schaden und Wucht. Elan erhöht Ausdauer und den bei Gegner verursachten kritischen Schaden. Tänzerin. Die Tänzerin ist sehr schwungvoll und kann Angriffe in rascher Folge verketten, um Gegner zu betäuben und ihnen kritische Treffer zuzufügen.
Gewandtheit und Elan. Und Alchemistin? Alchemistin bevorzugt alchemistische Waffen, die ihre Feinde in Brand stecken, sie einfrieren, ihnen elektrische Schläge versetzen und anhaltende Elementarzustände verursachen kann. Also die Zauberklasse im Prinzip. Ich werde mal Leibwache nehmen. Jo, Leibwache. R1 war da. This Ja. machine. Gameplay. Gameplay. Vertote Zorn Cloud. Das Ufer, alles klar. Den Tod des Duffins untersuchen. Ja, wie gesagt, wenn das Spiel in der Vollversion rauskommt, werde ich es nochmal richtig spiel zeigen. Auch mit Videosequenzen und allem drum und dran. Aber hier ist es erstmal für mich das Gameplay wichtig. Oh, das ist ein leichter Schlag. Ah, sehr schwerfällig, diese Klasse. Heißt es dashen, also ausweichen. Oh, was war das? Ah, man kann. Ah! Das ist ja krass. Also, ah, hier sehen wir nochmal die Grundlagen des Kampfes. Anvisieren, zielen, ausweichen, leichter Angriff, schwerer Angriff, aufgeladener, schwerer Angriff. Kurz. Überhaupt was? Ah, von der Tutorial. Leichter Angriff ist echt langsam. Schnellzugriffsgürtel. Du kannst Verbrauchsgegenstände dem Schnellzugriffsgürtel zuweisen, um sie jederzeit einsetzen zu können. Begib dich ins Inventar, um die Ölbürette dem Gürtel zuzuweisen. Okay, haben wir Tagebuch, Karte. Ja, groß. Werte. Es gibt Kraft, Gewandtheit, elementare Magie, Konstruktion, Elana. Okay. Man braucht Anima. Hier ist keine Seelen, sondern Anima-Essenz. Okay. Man kann zwei Waffen tragen. Und natürlich auch Rüstung. Das hat mir bei Temesia zum Beispiel ein bisschen gefehlt, dass man keine Rüstung hat. Okay, was hast du hier? Balg mit. Hallo? Hallo? Alchemie-Kapsel. Okay, mit. Demontage-Marke. Möchtest du wirklich deine gesamte An. Nein. Das ist heilen. Okay. Aber wie gesagt, das mit R1, leichter Angriff, ist ganz schön langsam. Ah. Man kann springen. Einiges kann sich an Vorsprüngen in Reichweite festhalten und hochklettern. Okay. Spezialtechnik. Jede Waffe verfügt über eine Offensiv- oder defensive Spezialtechnik L2. Spezialtechnik der ausgerüsteten Waffe. Vorsicht, die Nutzung der Spezialtechnik kann Alchemiekapsel verbrauchen. Das ist im Prinzip parieren, oder? Naja. Das ist halt eine wirklich eine langsame Klasse. Endverbraucherausdauer. Hätte mich ja gewundert, wenn nicht. Irgendwas? Nein. Hey, du, komm mal her, ich will die alle gegen euch gleichzeitig kämpfen. Mein Gott, ich hab zu kurz. Grenze eines geringen Geistes. Ja, ob ich die Klasse in der Vollversion nehmen werde, weiß ich auch noch nicht, weil ich mir etwas zu langsam. Oh, eine andere Waffe. Man kann auch, während man angreift, am Block
Überhitzung und Schnellabkühlung. Aktionen verbrauchen Ausdauer. Wenn Aegis keine Ausdauer mehr hat, überhitzt ihre Triebe und sie kann folgende Aktion nicht mehr ausführen. Angreifen, springen, ausweichen und sprinten. Während der Überhitzung ist es möglich, eine Schnellabkühlung Dreieck auszulösen, die abhängig von einem Timing einer gewissen Menge Ausdauer sofort wiederherstellen kann, was dir allerdings Frostschaden zufügt, wie in der folgenden Anzeige zu sehen. Hinweis, wird sie zu rasch eingesetzt, verlängert das die Überhitzung. Okay. Das Blocken, das finde ich nicht schlecht. Dass man das auch während man schon angreift, noch schnell blocken kann. Das finde ich sehr gut. Mii-Kapsel. Was? Ups. War das nochmal? Mal hier. Modulschlüssel. Gibt auch Nebenaufgaben. Echos, Notizen, Almanach. Okay, Handbuch. Warte, Wert. Das. Okay, ich habe nur eine Heilung. Cool. Gibt's denn hier sowas wie Art Lagerfeuer wie bei Dark Souls? Sollen wir mal schauen. Was ist unten links die 26? Oh, ich kann ja auch gedrückt halten. Toll. Okay. Was passiert denn, wenn ich gedrückt halte? Hä? Hey. Verliere nur Ausdauer. Okay. Finde ich nett. Rostiger Schlüssel. Da liegt was. Später bekommt man ja noch mehr Fähigkeiten, wie zum Beispiel so eine Art Haken oder dass man Wände einreißen kann, um Abkürzungen zu machen. Ich weiß auch nicht, wie groß die Stadt insgesamt ist. Ich meine, die Karte hier sieht groß aus, aber man sieht leider auch nicht, wo man gerade ist. Warte mal, öffnen. Ach, wir sind in St. Cloud. Okay. Also wir sehen uns nicht hier einzeln auf der Karte hier rumlaufen. Schade. Aegis, Hauptaufgabe, Nebenaufgabe, Charaktere. Charaktere, Hauptaufgabe. Okay. Interessant. Witzig finde ich hier auch, dass das eine Beta ist, obwohl das noch kein Multiplayer hat, das Spiel. Ob man hätte die auch umgehen können. Nee, doch nicht. Nee, ich nehm's zurück. Diesen? So gedrückt halt. Neues Gebiet, Gärten. Oder Labyrinth? Oh, alte Lampe. Hallo! Pack zu. Chemiekapsel. Bin ich doch hier gar nicht. Oder bin ich blind? Ich habe hier keine Alchemiekapseln. Ob man Waffen auch verbessern kann? Stimmt. Man kann auch rennen. Ah, hier kann sogar was drin sein. Ölbürett. Kaputt, okay. Eine Vestalin aktivieren. Durch das Aktivieren einer Vestalin wird ein Speicherpunkt erstellt, an dem Aegis im Fall ihrer Zerstörung repariert wird, also ein Leuchtfeuer. Hier kann Aegis Attribute steigern, Ausrüstung aufwerten, Ausrüstung erhalten und so weiter. Ja, Meier. Also wer Dark Souls gespielt hat. Und das jetzt. Nein. Sieht ja sehr bequem aus.
Verbesserung. Auch 1000 für nächstes Level. Leben, Physikschaden. Okay, Ruheplätze. Aufwertung erfordert 3 Schlüssel. 1500 Anima-Essenz und ein Bronzeband. Da brauchst du aber echt viele Seelen. Meine Fresse. Lavoisier-Katalysator brauchst du zum Erhöhen der Kapazität und die Wirksamkeit brauchst du auch. Brauchst du Verstärker. Aha. Interessant. Aber ich kann ja nichts machen. Boutique. Ach, hier ist das. Verkaufen. Was ist das für Munition? Aha. Verkauf ich mal. Komm ich auf 1000? Nee, wa? Ausrüstung. Coole. 991 bin ich. Dann machen wir mal. Kaufen. Noch eins reicht. So, jetzt habe ich 1000. Jetzt kann ich einmal leveln. Kann ich kaufen? Nee, Pflasterstein. Die Waffe nochmal kaufen wäre ja Blödsinn. Das Schönes. Becher. Ja, von den Klassen. Das sind die Startwaffen der Klassen. Sehen wir mal, dass die Streitschrift auf jeden Fall die stärkste ist. Vom physischen her. Helebarde. Wie sie spielen lässt, würde mich auch mal interessieren. So, Verbesserung. Ich wäre mal für. Wandheit. Was, wo hier das Maximallevel ist? Gesamtlevel gibt's gar nicht, oder? Nee. Doch, Stufe 7. Guck mal in die Mitte. Ausrüstung. Da hab ich ja nix. Okay. Haben wir das auch mal gesehen. Hey. Also ich muss sagen, steuern lässt sich echt gut, aber wenn die Klasse jetzt ein bisschen schwerfällig ist. Ich werde dann glaube ich nochmal neu anfangen und werde nochmal die Helebarde testen. Was die kann. Wo dann gehe ich? Ja, machen wir erstmal ihn hier. Oh, der war gemein. Tag zweimal ein. Hey. Nochmal hier lang. Verrenkung, ey. Oh, 2 ist frech. Ja, wer will. Also wenn ich R2 schon auswähle, kann ich ihn nochmal blocken. Ey, ich hab geblockt. Irgendwie konnte ich jetzt nicht so richtig blocken. Mach gleich. Oh, es gibt auch Kisten.
Frühlingnack Dreispitze. Hut. Ja. Sprenggranate. Ach, hier sind wir wieder am Lagerfeuer. Das ist gut, da können wir mal den Hut anziehen. Ach, Ballon so, Feuerresistent und Blitzresistenz. Okay. War jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. So spawnen die eigentlich erst, die spawnen wieder. Oder das ist eben rot. Setz mich noch mal kurz dran. Hab ich eigentlich immer zwei Reparate? Ja, gell? Solange wie ich die upgrade. Oh! Nett. Kann auch in der Luft angreifen. Packen wir kurz zu. Okay. So, wir sind eben hier lang gegangen. Den werde ich mal mitnehmen. Oh! Es gibt Critical Hit. Man kann sich auch von hinten anschleichen. Aber wenn ich jetzt gar nicht geschlichen bin, aber okay. Da ist noch einer rechts von mir. Na, ich doch. Ja, auch irgendwann mal ein Boss kommen, wa? Oh, das sieht ein bisschen gefährlicher aus. Das ist zum Beispiel so eine Wand, wo man weg zerstören brauchst du ein Werkzeug, wo man bestimmte Sachen braucht, um weiterzukommen. Das ist so eine Art Metroidvania-Prinzip. Ein bisschen um dich langsam von hinten nähern. Eine rote Anzeige erscheint er. Das haben wir ja eben schon gesehen. Bald Backstep. Der einzige? Dann würde ich dich backsteppen wollen. Ach, oder auch nicht. Hallo? Ist der Ausrüstung? Langlebigkeitsmodul. Du hast eben ein neues Modul erhalten. Du kannst es über das Modulmenü in einem Modulplatz entsprechender Stufe ausrüsten. Das gibt mir 20 Punkte mehr Leben. Was macht das? Ach, das verringert den Frostschaden. Ne, wir nehmen mal das. Ne, dafür braucht man bestimmte Modulschlüssel. Okay, verstehe. Hier liegt ein toter Mensch. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Menschen gibt. Also, viele Menschen. Was haben wir hier? Viole mit reinem Öl. Das ist so ein... Also Verbrauchsgegenstand zum Heilen ist das. Nehmen wir auch mal mit. Die Münze brauche ich nicht. Wo hab ich denn das her?
Okay, das heilt mich langsam. 20 Sekunden lang. Oh, es geht eigentlich. Oh, haben wir hier einen Nebel? Was? The Swiss Guard killed by the automats that replaced them. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Speicher. Was besiege den instabilen Automaten, um die Pistolen zu aktivieren. Dieser instabile Automat ist wahrscheinlich ein Boss. Kann das sein, dass das Spiel ein bisschen leise ist? Ist schon auf Maximum. Aber wobei, scheint zu gehen. Ah, schließen. Ei, ei, ei. Und jetzt ist die Technik. Oh, meine Ausdauer. Okay. Er kann auch schießen wahrscheinlich. Ich dachte mir schon, dass er schießen kann. Ich will meine Ausdauer regenerieren, Kollege. Ich war zu weit weg. Blocken gefällt mir sehr gut. Ihr seht, mache ich immer nur starke Angriffe. Mach halt mehr Schaden. Modulschlüssel. Du hast eben einen Modulschlüssel erhalten. Aegis verfügt über mehrere Modulplätze, in denen sie Module ausrüsten kann, um ihre Werte zu erhöhen oder die Funktion bestimmter Mechaniken zu verändern. Die Plätze haben Qualitätsstufen und ermöglichen die Aufnahme zunehmend mächtiger Module. Um einen Modulplatz mit dem Modulschlüssel freizuschalten, den du soeben erhalten hast, begib dich bei einem Vestalen ins Verbesserungsmenü. Hinweis, du kannst Module jederzeit über Aegis Modulmenü ausrüsten. Ah. Stand davon auch irgendwas mit Spezialfähigkeit. Das konnte ich leider nicht lesen, weil es schnell weg war. Gut, aktivieren wir mal den. Wo soll hin? Da. Der Stuhl. Aber das dürfte jetzt ein Gegner sein, der nicht wiederkommt. Und wir haben wieder ein Level. Ich bin ja einer, der immer gerne auf Schaden geht, deswegen gehe ich erstmal auf Schaden. So. Was ist denn noch? Achso! Hä? Kann doch nichts machen, warum? Ah, wegen Modulplatz. Diesen Modulplatz mit einem Schlüssel freischalten. Ja.
Aufwertung brauchst du 3 Schlüssel. Ah. Okay. Peak. Aha, ist eine Gegenmittel gegen Blitz. Interessant. Aber leider 1. Ausrüstung habe ich nichts, ne. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Module. Da kann ich jetzt hier das reinmachen. Genau. Nett. Habe ich mehr Energie bekommen? Habe nicht drauf geachtet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Beta funktioniert. Also wie lange man die spielen kann. Oder bis zu welchem Punkt. Aber ich muss sagen, jetzt so die erste halbe Stunde, erster Eindruck, gefällt mir. Sehr gut sogar. Kisten, 2 Stück. Die scheint was Spezielles zu sein. Wow, ist keine Kiste. Gleich. Wildmuskete, du hast soeben eine neue Waffe erhalten, die du im freien Waffenplatz ausrüsten kannst. Das ist eine Fernkampfwaffe. Schildmuskete, Spezialtechnik Schild. Wenn der aufklappbare Schild der Waffe eingesetzt wird, ist der Anwender geschützt und erleidet nur die Wucht gegnerischer Angriffe. Wie wechsle ich die? Nach oben. Alchemistische Handbüchse und alchemistische Elementarzustände. Du hast eine Handbüchse erhalten. Ebenso wie die Gegner kann Aegis mit ihren Waffen Alchemie-Schaden zufügen. Feuer, Frost, Blitz. Also, Zauber? Jede derartige Angriffe braucht Alchemie-Kapseln. Alchemie-Schaden füllt eine Anzeige. Wenn diese voll ist, wird ein Elementarzustand ausgelöst. Der anhält, bis die Anzeige sich geleert hat. Der Feuerzustand setzt das Ziel in Brand und richtet fortwährend Schaden an. Aegis kann das Feuer durch Ausweichen schneller löschen. So. Der Frostzustand friert an Ort und Stelle ein. Aegis kann durch Angreifen schneller auftauen. Ha? Der Blitzzustand lässt das Ziel bei jedem erlittenen Treffer weiteren Schaden durch Stromschläge erleiden. Aegis kann die Stromschläge beenden mit Isolierungselixier, das gelbe da. Okay. Ah, da siehst du unten links die Schüsse. Ich habe nur 41 Schüsse. Mal gucken, was die kann. Mehr Versuchsobjekt. Oh. Okay. Dann können wir wechseln und. Oh. Hat aber lange eingeschworen. Schusswaffe sollte man nicht außer Acht lassen. Kann ich hier runter? Ja. Ja, coole Kombo. Wir haben auf jeden Fall sehr lange gefroren. Ah, hier bin ich wieder. Ah, okay. Was ist hier lang? Das ist ganz schön mies. Okay, verstehe. Wir müssen oben weiter. Können wir nochmal uns hier hinsetzen. Jedes Mal gedrückt halten, ey. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Von dem, was ihr bis jetzt gesehen habt. Würde mich mal interessieren. Hier war ja einer.
der nicht mehr da ist. Okay. Scheinbar kommen nicht alle wieder. Er ist wieder gekommen. Dass man sich nicht ducken kann, ist schade. Falsch. Falsch. Neues Gebiet, Laterne. Da habe ich das Spiel eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Hier wird es noch nicht reingehen. Das sieht auch etwas härter aus. Ach komm. Ist das ganz schön stark, kann das sein? Die so lange eingefroren sind. Aber ob man auch Bosse einfrieren kann? Hab einen neuen Hut und ein neues Oberteil. Er ist blockiert. Okay. Geh nochmal zurück, ich will mal die neuen Klamotten oder kann ich die hier einziehen? Ha? Doch hier. Kann ich auch einziehen. Dafür kriege ich Feuerresistent minus, aber Ausdauer hoch und Blitzresistent hoch. Nehme ich. Und der Hut. Ausdauer hoch, dafür Balance und Feuerresistenz runter. Und Panzerung. Nimm ich das. Ne, das regeneriert sich nicht. Oh. Du. Das ist frech. Boah, macht der Schaden. Das Feuer ist übel. Warte mal, ein bisschen heilen. Macht einen Schaden, Junge. Hat geblockt. Den Viechern sollte man sich in Acht nehmen. Die sind übel. Natürlich zwei. Wartet Jungs, meine Ausdauer. Ah. Da ist noch so einer. Da wäre ich aber mal dafür, den einzufrieren. Ich wollte gerade sagen, ob ich anschließen anschleichen kann. Ah, viel Energie, der Junge. Nimm's zurück. Nemesis Clown. Dich zurechtfinden. Du hast soeben einen Kompass erhalten. Du kannst den Kompass dem Schnellzugriffsgürtel zuweisen, um ihn jederzeit nutzen zu können, um dir den Weg zu deinem Ziel anzeigen zu lassen. Aha. Interessant. Das machen wir. The riverbank is just beyond this wood. Ah, okay, man kriegt da eine Marker, okay. Also war ich schon auf dem richtigen Weg. Was ist hier? Ein bisschen Far Cry Style hier, ja? Tormo klettern. Ja, geht's. Ah, da braucht man irgendwas, um da hochzukommen.
Okay. So, jetzt testen wir mal, ob es Fallschaden gibt. Aus der Höhe zumindest nicht. Neues Gebiet Wald. Oh, ein Level, ja? Ja. Wie viel ist es denn eigentlich gestiegen? Um 100, oder? Dann geht's. Wäre noch einmal für Kraft. Level 8. Kann leider nichts verbessern. Ey, 1500, um so eine Waffe zu verbessern. Was ist eigentlich für Krallen? 48. Ja, 48 war nächstes Upgrade-Level. Ah, hier sieht man auch, du hast natürlich auch Anforderungen für die Waffen. Schwerpunkt Kraft. Und das ist Schwerpunkt Gewandtheit. Gewandtheit. Das habe ich aber nicht, oder? Das skaliert mit Geschicklichkeit auf jeden Fall. Macht auch Wucht runter. Ah. Okay. Jetzt habe ich keine Fiolen mit reinem Öl mehr. Das kann man ja kaufen, oder? Dort kostet das. Hat auch nur 14 Stück im Inventar, kann das sein? Ja. Wie sich das wohl wieder auffüllt? Egal. Oh. Schauen wir mal weiter. Jetzt finde ich natürlich eine. Einfrieren ist Gold wert in dem Spiel, würde ich sagen. Man hier irgendwie irgendwo ne. Da ist einer. Ah, das geht nur, wenn man hoch genug ist, also wenn seine Höhe ist. Schlüssel. Läuft. Da ist noch so ein komisches Feuervieh. Da kann man sich nicht anschleichen. Gegner. Na, was kannst du? Er kann treten. Ist ja wieder eine Bus eben. Du machst Schaden, Kollege. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwerfälliger, das Spiel, als wie zum Beispiel Temesia. Welche Richtung guckt der? Nicht zu mir. Ah, ich glaube, da oben ist ein Shortcut. Oh, Kiste. Warte mal. Kann ja auch was drin sein. Du?
Ölbüräte verbessern. Du hast genug Materialien, um die Büräte zu verbessern. Öffne bei Essay. Alles klar. Warum musst du gleich mal verbessern? Weil jetzt haben wir, glaube ich, einen Shortcut. Oder auch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Gott, wie groß ist denn diese ganze Welt hier? So, von da bin ich jetzt gekommen. Ziel. Ne, von hier bin ich gekommen, genau. Ich bin dann rechts abgebogen, alles klar. In dem Brunnen kann ich nichts machen. Nein. In dem Spiel ist definitiv Blocken das A und O. Du kannst zwar auch mit Ausweichen versuchen, aber wenn man das unbedingt machen muss, ist jedem selbst überlassen, ne? Boah, bist du mich erschrocken. Kleines Ado. Das war gemein. Säbel und was? Auron. Waffe? Ja. Skaliert C auf Geschick und E auf Kraft. Sieht ja cool aus. Sieht das aus? Oh ja. Ja, so Schnelligkeitswaffen wären vielleicht auch ganz geil. Das war die L2-Fähigkeit. Aber dadurch kann ich nicht mehr blocken. Dann bin ich ja aufs Ausweichen angewiesen. Wie viel Ausdauer die Attacke kostet. Boah. Das ist viel. Aber nee, ich bleibe erstmal bei der. Da. Ich finde das Blocken ganz cool. Was macht denn der Kompass? Mal hier lang. Hier ging es nicht weiter, okay. Dann gehen wir da durch das Tor. Also da fast eine Stunde rum hier, ey. Zeit vergeben. Geht hier auch noch? Nein. Die Höhle der Blitzresistenz. Okay. Versuchen. Brauchst du Werkzeug, wenn du eh vorbeikommst? Hey, auch Quatsch. Ah, du kommst nicht mehr zurück. Deswegen. Großes Gebiet. Sehr breit. Vermute Boss. This boat will take me to Paris. Den haben wir schon mal gesehen. Oh, der macht Blitz. Können wir mal gucken. Ja, man kann den auch einspielen. Genug Munition hat, sind die Bolze da, dadurch ganz einfach. Ah. Mach jetzt mal nur Taktik. Ja, das ist eigentlich eingefroren. Nein. Der ist auch noch eingefroren. Elektro ist uncool.
Okay, soll ich das einfrieren? Ist das Spiel jetzt nicht schwer? Aufladestabilisiermodul und Modschlüssel. Okay. Da irgendwo anders hin? Die Frage, ob ich in den anderen Gebieten auch schon gekommen wäre oder ob ich da erst die ganzen Werkzeuge brauche. Wahrscheinlich. Alles blockiert. Könnte jetzt natürlich auch blockiert sein, weil es halt eine Beta ist, ne? Aber man kann auch Deutsch. Brave. Okay. Da ist noch was. Nichts mehr. Ja, ich muss sagen, Spiders macht sich langsam. Die haben halt schon mit Creedfall gezeigt, dass sie Rollenspiele können. Hat da natürlich auch ein paar Schwächen gehabt. Aber hier, ihr nächstes Werk. This boat will take me interessant. To Paris. Nach Paris reisen. Les Invalides. Aber müsste die Beta nicht eigentlich eine Demo sein? Weil Betas sind doch meiner Meinung nach da, um Multiplayer zu testen. Da das Spiel kein Multiplayer hat, würde Demo besser passen. Naja. Ah, hier hat man gerade ein bisschen Tearing. Boss Kailu. Ja, hier kann man hoch, oder? Ah. Ich denke mal, ins Wasser sollte ich nicht fallen. Bossgranat. Bei Maschinen und Wasser verträgt sich meistens nicht so. Jetzt auch wieder rüber. Ja. Ob man auch Doppelsprung lernt? Wahrscheinlich. Lagerfeuer wäre jetzt, oh, cool, wäre jetzt nicht schlecht. Da hinten ist so einer. Postgranaten. Die könnten auch sehr interessant sein. Nehme ich mal mit rein. Lass mich raten, und da ist zu. Ja. Yep. Ich will trotzdem mal wissen, was das hier ist. Das mal aktivieren. Ah, das. Oh, das gibt Seelen. Alter, kann ich es auch verkaufen. Geben 250 Seelen, verkaufen kannst du auch für 250, also. Machen wir mal alle Dreier. Zack. Und wir können unser Trank verbessern. Erste Mal leveln. 1190 brauchen wir. Die anderen steigen dann natürlich auch mit, gell, auf 1190. Da ich auf Kraft gehe, gehe ich auf Kraft. Ich kann auch ein Level. Wäre man noch für Ausdauer. Wo ist eine Ausdauer? Gewandtheit? Räubung. Gewandtheit. Leben. Elan ist Ausdauer. Das würde ich auch noch machen. So. Ich habe eh nur zwei. Oder? Ich kann schon mal alle freischalten. So. Dann können wir hier verbessern die Kapazität auf 3. Alles klar. Ja, nee.
Ja. Könnt ihr auch die Waffen verkaufen, weil die werde ich eh nicht spielen. Rostfächer. Cool. Ja, als Frostwaffe wäre geil. Pullingnack, Stiefel und Gamaschen. Ballon. Was ist Balance? Ah. Okay. Schauen wir mal. I will only be able to locate Monsieur de Vaucanson's workshop from an elevated position. Drei Schläge. Die Kapsel. Aber wie bekomme ich neue Munition? Das sind noch diese blauen, oder? Da ist eine Mii-Kapsel. Ich habe jetzt 24. Wählen. Den Tod des Duffins untersuchen und da muss ich hin. Wäre auch zu einfach, wenn ich hier durchgehen könnte. Wäre ja gleich da. Wo soll ich dann lang? Hä? Da komme ich. Also hier lang. Okay, das funktioniert hat. Oh, was haben wir jetzt hier? Hund? Jetzt gedacht. Oh, zwei Hunde. Nicht beide auf einmal. Hey. Okay, wenigstens halten sie nicht allzu viel aus. Aber zwei sind gemein. Das gesehen. Gerade wo ich zuschlagen wollte, haut er mich. Ah, das ist die Munition, drei Kugeln. Was hatte ich eben hier eingesammelt? Habe ich drauf geachtet. Hier. Ich höre hier rechts was. Ah. Ich höre überall Geräusche. Auch mal ausprobieren. Immer das raus. Ja, mal testen. Wie stark die sind. So. Wow. Anzahl. Ohne die Hunde auf jeden Fall, aber die bringt es fast um. Bisschen krass.
Also ich denke mal, sie wollen halt viele Leute erreichen und deswegen haben sie es jetzt nicht so brutal schwer gemacht. Ich meine, klar, wer halt Dark Souls nie gespielt hat, der würde trotzdem seine Probleme haben. Denke ich mal. Der schon wieder. Geh weg. Postgranate. Gut. Okay. Was sagt mein Kompass eigentlich? Dahin. Dem Granat. Pass auf. Okay. Oh, ich hab die falsche Waffe. Scheiße. Mensch! Unsebar. Hallo? Water, sie will play! Here is something to quench your thirst. Praise be to God! Bless you, whoever you are! Take this for your trouble! Fünf Flamegranaten. Wo habe ich jetzt Wasser hergehabt? Okay, also es gibt Menschen, denen man helfen kann und dafür kriegst du was, okay. Die war zu. Oh ne! Shortcut. Da bin ich gekommen, genau. Genau, ich bin hier hoch, jetzt muss ich da rein. Ich bin ja dann da hinten lang. Oh, was bist du denn? Kostet mich sehr viel Ausdauer. Ja, ist ein bisschen gemein hier. Hat auch viel Energie, ey. Da ist ein kleiner Boss hier. Gefällt mir gar nicht. Ich habe nur 214 Seelen. Der ist hart gewesen. Ob der wiederkommt, wenn man ins Feuer geht? Wer weiß. Ja, viele, viele Leichen hier. Oh, hallo. Ich werde nichts sagen, aber die Stadt ist ganz schön verwirrend. Überall gibt es hier Wege. Kann ich aber nichts machen. Ach, mein Kompass. Ganz andere Richtung.
Oh ne, noch einer. Er macht Schaden, ey. Wir beide wären keine Freunde. Reparaturmodul, das hört sich gut an. Ja, so ein Lagerfeuer wäre jetzt nicht schlecht. Also Hundi. Noch so einer. Und cool. Wo es hier überall lang geht. Ah. Hier wurde der Feuerresistent. Sehr viele Items gibt es. Ich den Hund mal triggern. Komm mal her. Hey, Frechheit. Wir sind das auch zwei, aber einmal. Die Heilung aus. Oh, sofort gefreezed. Granaten finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt keine mehr. Feuerkette. Ich frage mich, was passiert, wenn man die Granaten und alles im, in der Boutique aufkauft. Ob sich die wieder auffüllen. Komm runter. Gut, man findet auch sehr oft Granaten. Hab wieder Lehmgranaten gefunden. So, wo bin ich hier eigentlich? Scheinbar richtig. Hier rennen überall diese komischen. Hey. Dafür rumzuschießen. Wunder. Welch. Du Arsch. Da komm mal her. Sehe mein Tod vor mir. Nee, keine Lust.
gesehen, ich will nicht. Aber bleib du mal hier. Mal den da oben holen. Oh, ist noch einer. Oh, der große kommt auch. Aha. Recht. Seid gemein, geht weg. Das war's schon, mehr gibt's ja gar nicht. Bin ich hier gegenseitig da? Arsch. Die sind gemein. Er hängt hier irgendwie. Oh. Kann man schon ausnutzen. Wieder hängen? Ja! Nett. Man muss auch mal was ausnutzen können. Ach gut, die heilen sich wenigstens auch nicht. Find's gut. Na komm. Ey, das ist gemein. Haben die jetzt bewacht? War nix. Da kam ich. Hier ging es nicht weiter, oder? Oh. Ah! Auch da! Wenn hier ein Shortcut. Alle leben jetzt alle wieder. Ah. Aber wo ist jetzt der richtige Weg? Hä? Ich soll hier drauf springen. Lol. Maskulin, Kulotte, Moskadin, Schuhe und Gamaschen. Okay. Was können die? Ausdauer hoch und blitzresistent. Macht aber Panzerung und Feuerresistent. Ausdauer ist immer gut. Okay. Oh ja. Nämlich. Neue Waffen? Feuerkette. D auf Berge und F auf Gewandtheit. Das ist wie eine Waffe. Lol. Was ist Spezialattacke? Oh, das ist eine Feuerwaffe. Nett. Finde ich nicht schlecht. Was? 300 Meter bitte hinten hin. Gar nicht weit.
Okay, also dafür, dass es Beta ist, geht's echt lange. Hätte ich nicht gedacht. Da wartet schon einer. Ich hab mich trotzdem mal ans Feuer setzen sollen, ne? Mal leveln. Bist doch nicht allein, da ist auch schon ein Hund. Kleiner Zweier natürlich. Kleines Arschloch, ey. Kleines Alo. Hat viel Energie. Irgendjemand hat hier geredet. Hallo? Ah, hier. Mitarbeiter. Do not fear. I mean you no harm. It speaks too. Get out of here, you damn pile of scrap metal. Ja. Sehr unhöflich. Da bin ich gekommen, gell? Ja. Wie scrollt man das runter? Ich bin von da gekommen. Geht's hier noch runter? Ah, hier war es schon. Okay. Dürfte doch bald wieder Bosszeit sein, wa? Oh nee. Den da mag ich das recht nicht. Ich finde mit den Stühlen sind sie ganz schön sparsam. Oh. Ich will nicht gegen dich kämpfen, du machst mir zu viel Schaden. Aber jetzt war er noch. Ach nee, natürlich, Zweier. Nee. Da brauche ich ein Werkzeug. Hier ist auch noch eine Feuerachs. Ah, bleib du mal da. Au! Oh. Das sind Zweier, natürlich. Nicht gut. Dass er gerade ein bisschen festhängt.
effizientes Auflademodul. Ah. Ich könnte jetzt aber mal ein Feuer gebrauchen. Bleib du mal da. Nee, will er nicht. Ah! Seid doch alle irre. Ah, ich komme da nicht mehr zurück. So ein Scheiß. Naja, egal. Das Planet des Invalides. Schlüssel? Ja. Oh. So langsam schließt sich der Kreis hier alles. Stark. So schon mal nicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ja, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, ich habe keine Heilung mehr. Lagerfeuer wäre jetzt mal angebracht. Ihr seid ruhig, ja. Ist ja alles voll, ey. Mir mal ein Lagerfeuer geben. Also, cool. Natürlich von anderen Seite. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Anna Reithose und die Anna Schuh. Wer ist jetzt mal mit dem. Ja, da ist der Arme. Kutsche. Hab ich alle tot, ja. Gut. Wir haben jetzt bald anderthalb Stunden. Eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, soll es das gewesen sein mit dem Einblick in die Beta. Besserung. Machen wir noch Kraft auf 5. Geschick. Beziehungsweise Elan. Boss. 2 Schlüssel habe ich noch. Okay, mehr geht nicht. Peak. Kaufen. Kann ich eigentlich meine Waffe verbessern? Ja. Ach, dafür brauchst du die Bronzebahn. Ah. Sehe. Jetzt brauchst du noch Gusseisen dazu. 3000 Seen. Helde Witzka. Warum sollte ich das kaufen? Hat keinen Sinn. Gut, wenn man seine. Ja, na klar. Wie bei Sekiro, wenn man seine Seelen nicht also aufbewahren will. Weil, wenn man stirbt und nochmal stirbt, sind die Seelen wahrscheinlich weg.
Oh, die kriegen mehr Öl. An der Zeit, wa? Holen die ja. Granaten sind auch eine Menge, also man kann sich das Spiel auch ziemlich einfach machen. Frage mich jetzt, ob 10 unten Maximum ist oder ob da noch mehr geht. Kutsche hier. Fabrik. Sieht so hervorgehoben aus. Hotcut. Die Typen sind hart. Natürlich. Wie komme ich durch? Oder auch nicht? Wieso man denn sonst jetzt lang? Ach, der Kompass. Sei da. Ah ja. Da hin und da oben ist irgendjemand. Komm ich da hoch? Ist so ein Gerüst drauf, oder? Jetzt anscheinend noch nicht hoch. Kann ich nichts machen. Ich brauche das den Fabrikschlüssel. Hey, auf. Der nervt. Keine Ahnung, richtig. Ich doch nicht ganz solche Lappen. Mein Gott. Das war frech. Aber sehen wir mal, was passiert, wenn man stirbt. Aegis wurde zerstört. Das erste Mal, dass wir gestorben sind. Nee. Meine Seelen liegen jetzt da? Ja. Da liegen sie. Den wir das auch gesehen haben, frage ich mal an dieser Stelle, war es mit dem Einblick in Steel Rising der Beta, der Closed Beta. Wie gesagt, in 2 Wochen kommt das Spiel raus. Ich freue mich sehr drauf, mir gefällt es sehr gut, auch wenn es ein bisschen behäbig wirkt, aber für Spiders, gutes Ding. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Einblick oder Let's Play oder was auch immer. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker. Bis zum nächsten Mal.